Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue, herzlich willkommen im Grillstudio. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute was richtig super leichtes, sommerliches. Ihr seht das schon vor mir, ein leckeres Mango-Avocado-Tatar, wunderbares Rinderfilet, in unserem Fall ein Wasserbüffel, eine ganz leckere Geschichte. Schneller mal als Vorspeise oder auch als Hauptgang, auf jeden Fall einmal ein Grillen wert. Wenn ihr jetzt interessiert seid, wie es funktioniert, nach dem Intro geht's los. Und für diesen kleinen Sommertraum brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben ein wunderschönes Wasserbüffelfilet, Avocados, Zwiebeln, Mangos, eine Salatgurke, den Saft von mehreren Zitronen, weil wir brauchen Rucola, Peperonis, Ciabatta, Zimt, Curry, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ja Freunde, heute wird nicht nur gekocht und gegrillt, heute wird auch getestet. Also was da rechts von mir passiert ist, kann euch wurscht sein. Das ist das, um was es in dem Video dreht. Das ist ein anderes Rezept, das kommt vielleicht ein andermal. Genau. Ich würde sagen, wir reden heute gar nicht lange um den heißen Brei. Wir fangen direkt an, die Zutaten für unser Tatar zu schneiden. Freunde, das war jetzt eine Mordschnipplerei, aber das haben wir hinter uns auch mal wieder ohne Jörgomat geschafft. Jetzt machen wir noch ein Dressing, ne, für unser Tatar. Da brauchen wir jetzt 8 Esslöffel Zitronensaft, 8 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer, eine Prise Zimt und Curry. So, dann rühren wir das durch und fertig ist unser feines Mango-Avocado-Tatar. So, lassen wir das jetzt ein bisschen durchziehen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Fleisch. Das Fleisch habe ich euch versprochen, vor mir liegt es schon. Wir verwenden wieder ein richtig leckeres Wasserbüffelfilet von Büffelbill. Ihr könnt ein Schweinefilet nehmen, ihr könnt ein Rinderfilet nehmen. Ihr könnt natürlich auch ein Roastbeef nehmen. Ihr könnt mir vorstellen, dass das auch mit einem Roastbeef richtig lecker schmeckt. Aber wir haben wieder ein leckeres Filet. So, was machen wir damit? Wir müssen es erst einmal parieren. Da ist wieder die dicke, bekannte Sehne drauf, die keiner essen möchte. Da fahren wir mit dem Messer einfach schön unten rein. Klappen das ein bisschen nach oben und fahren unterhalb der Sehne entlang, sodass wir möglichst wenig Fleisch auf der Sehne haben. Am Filetspitzchen schneide ich immer zur Hälfte ein. Dann kann man das nämlich schön umklappen. So, und wir haben eine ungefähr gleich dicke Filet, einen gleich dicken Filetstrang. Also haben wir auch eine gleich lange Garzeit. Also sonst haben wir das dünne Stückchen hier total trocken, dass man es keinen Hunger mehr essen kann. Und der dicke Kopf ist noch roh. Das ist schon alles, was ich mit dem Filet mache. Salzen und Pfeffern tun wir so. Mittlerweile haben wir auch den Grill schon gestartet. Wir verwenden wieder den Keramikgrill hinter mir. Den heizen wir jetzt vor auf 230 bis 250 Grad. Dann grillen wir das Ganze erst einmal direkt an, ziehen es indirekt fertig. Aber ihr seid dabei, das verspreche ich euch. 250 Grad waren angesagt, 250 liegen an, ihr kommt mit und wir legen unser leckeres Filet auf. Zuerst natürlich direkt für ordentliche Röstaromen. Beidseitig ungefähr 2 Minuten. Dann legen wir es in den indirekten Bereich und ziehen es auf eine Kerntemperatur von ungefähr 56 Grad. Und dann ist es endlich soweit und wir können essen. Also ihr seht, heute geht's schnell. Heute wird es verdammt lecker und heute ist Ruckzuckgrillen angesagt. Machen wir den Deckel zu und warten und trinken Bier. Mittlerweile sind 2 Minuten beidseitig vergangen. Mehr machen wir gar nicht. Wir wollen ja schließlich nicht, dass es durch wird. Jetzt rollen wir das einfach darüber.
in den indirekten Bereich. Starten wir es mit einem Fleischthermometer aus. Machen den Deckel zu und warten, bis die Kerntemperatur 56 Grad, ihr erinnert euch, erreicht ist genau. 10 Minuten hat es gedauert und schon ist unser Rinderfilet fertig. Das schneiden wir jetzt schnell auf, richten einen schönen Teller an, machen Fotos und zum Fazit. Ja, seid ihr wieder dabei. Ihr habt es gesehen, es ging heute ruckzuck und jetzt sind wir soweit. Das können wir endlich einmal probieren oder ich stellvertretend für euch. Ich sage euch dann, ob es mir schmeckt oder nicht, aber ich habe es schon probiert. Ich fange mal mit dem Filet an. Das ist durchs Fotos machen natürlich ein bisschen ausgekühlt, aber natürlich trotzdem super lecker. Traum. Der Wasserbüffel ist einfach ein Highlight. Und unser heutiger Hauptdarsteller ist ja das Mango Avocado Tartar. Das probiere ich jetzt für euch. Das ist richtig was für den Sommer, richtig was für heiße Tage, eine richtig fruchtige, leckere Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp von mir. Macht das mal nach und probiert es selber. Wenn ihr es gemacht habt, schreibt uns unten rein, wie ihr es gefunden habt. Oder ihr sagt uns einfach einmal eure Meinung zum Rezept an sich. Ich finde es geil und wir machen es definitiv wieder. Freunde, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch früh um 6 wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus. Macht's gut. Bleibt gesund. Ade. 40 Grad.